Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey, Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey, Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Ab jetzt geht's steil bergab! Keine Straßen. Am Strand ist es um diese Zeit schön ruhig. Noch ist alles drin. Seiten gehören zu dieser Stadt. Ich werde nicht einfach aufgeben. Ist hier eng genug für euch? Ja, und voller Müll, wie du es magst. Kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey, Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin.
Ab jetzt geht's nur noch abwärts. Noch ist alles drin. Asphalt langweilt mich. Versuchen wir mal was anderes. Puh, ich liebe die Meeresbrise. Die dreckigen Seiten gehören zu dieser Stadt. Ist hier eng genug für euch? Ja, und voller Müll, wie du es magst. Der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein! Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug! Ausweis, na los! Rivera, hä? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn! Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier! Sie, Ausweis! Vollpfosten. Netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Sir, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschrottet. Aber ich denke 10. Vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Sag nichts. Komm nicht nach Hause. Thank you.
Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn es aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, mehr, haben die die Macht. Und ich habe nicht. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Also, genau nach so einer Sache, die man tun würde, auszustechen. Ja, ist halt so wild. Was ist das denn? Reich mir rüber. Ja, da sagst du, was du. Gut genug für den Weg, was ist passiert? Ich weiß, steht nicht. Schick mich auch. Es gibt Konsequenzen. Niemals sind das auch gut. Letzte Nacht wirklich erstaunt, was man von mir angegeben hat. So müde, denke ich. Ja. Und zur Zeit hätte ich da was für dich. Ein guter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was mit drauf ist. Gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Schau mal hin. Danke. Kein Ding. Rein mit dir. Relax. Such dir ein ruhiges Plätzchen.